Wir zogen die Nummer 326 und nahmen im Wartezimmer Platz, als sich plötzlich der Nebel lichtete und König Artus seine Mannen über das Schlachtfeld führte. Morgens an der Bushaltestelle auf dem Weg zur Arbeit wurden wir Zeuge, wie Juliette sich in die Arme eines Fremden warf. Auf dem Flug 324 wurde der Fall plötzlich sonnenklar. Katjas Mörder musste aus der eigenen Familie sein. Gute Unterhaltung. Audible.de